Hallo Leute, willkommen zurück bei Tales of Berseria hier in Yisold, dieser wunderschönen, coolen, tropischen Insel, ne? Wir suchen Grimoire, noch genau, Magilus, alte Bekannte. Deswegen, wir haben heute auch mal Magilu dabei, weil ich dachte, zeigen wir auch mal ein paar andere sexy Damen, ne? In ihrer Swimwear. Und ja, wir haben gesehen, dass Oscar hierhin versetzt wurde. Der hatte sich ja von Theresa verabschiedet, jetzt Ende des letzten Parts. Die ja ein bisschen auf ihn... The fuck? Ein bisschen auf ihn steht, wie ich das Gefühl habe. What the fuck machst du, Marilu? Okay, why not? Ja. Und jetzt können wir ihn uns schnappen. Juhu, endlich mal. Unser sexy Typi, den lasse ich jetzt nimmer gehen. Immerhin bin ich nicht seine Schwester. Ich darf das, ja. Und ja. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen weiter oben, ne? Wo wir jetzt noch nicht waren. Und vielleicht finden wir dann ja noch was. Ob wir jetzt die Olle finden, die wir suchen. Oder ein paar Kisten noch. Who knows? Komme ich hier auch lang? Tatsache. Es ist einfach... Es gibt einfach zu viel hier. Das ist echt heftig, ne? Wie groß diese Map ist und diese Karte. Wiener Flasche. Naja, gut. Why not? Nehme ich mit. Und wir hören uns mal weiter um. Ihr wollt doch sicher Fischer werden, wenn ihr groß seid, oder? Ne, ich werde ein Captain mit meinem eigenen Schiff. Sei doch mal nicht dumm, jeder Fischer ist zugleich Captain. Auch wenn sein Schiff wohl eher klein ist. Ich glaube, der möchte eher Pirat werden, johoho. Ach, schön, dass es hier ein paar Seelen gibt. Katzenseelen. Denn die hatten ja für die... Miss? Miss? What does it mean to become an adult? The eternal question of youth. Have you ever heard of the ceremony of adulthood? It's a yearly tradition on this island. If I remember right, it's totally wild. Everyone throws bananas and porringes at each other. What? Traditionally, yes, but things have changed over the years. Bananas and porringes are a thing of the past. People are always reaching for bigger and better things, right? In this case, it's watermelons. Whole watermelons. You're throwing watermelons? That's gotta hurt. Trust me, I know. But watermelons are the least of our worries. Recently, people have started flinging coconuts. Coconuts? Those things are as hard as rocks! Trust me, I know. Like getting hit with a brick. Now, every year, there are some kids who never make it to adulthood. You don't mean they... Yeah, I've kept putting it off myself, but it looks like this year I've got no choice but to participate. That's crazy. It's far too dangerous. And more importantly, how does it make someone an adult? There are ancient traditions that say overcoming danger marks a child's coming of age. Ja, some people still cling to the old ways. Bewerfen? You've hit the nail on the head. There are lots of old folks that sit around complaining how weak as darn kids are. The hypocrites. Back then, they used bananas and watermelons. They even cracked the watermelons ahead of time. I don't think cracking a coconut would help much either. So that's why you're standing about looking blue. I'm so ashamed of myself for being scared. If you don't want to do the ceremony, why not just skip it? I'd love to, but I don't really have a choice. I wouldn't be able to show my face around here if I chickened out. Having the courage to say no to something you don't feel is right. Isn't that the true mark of an adult? Wait. You're right! What the fuck? He played out durch. Now I can finally become an adult! Oh yeah! Look how grown up I am! And getting carried away with yourself and acting the fool is the true mark of immaturity. Sorry. Pioned. You're right. Das ist aber irgendwie echt fies. Die Kinder mit Kokosnüssen abschmeißen. Erwachsen zu werden ist einfach viel zu anstrengend. Ja, das... denke ich mir auch immer wieder. schöne Insel. Schöne Insel. Was hast du für mich hier? Es ist Zeit, einen Kühnsprung in die Zukunft zu wagen. Bienfu-Ditchen spielen? Versuche mit Bienfu möglichst weit übers Wasser zu hüpfen. Drücke wiederholt die Tasten für jede Stufe, um Geschwindigkeit aufzubauen. Drücke L oder R1, wenn du den leuchtenden Sprungbereich erreicht hast, um zu springen. Ich teste es einfach mal. Bienfu! Ditchen ist auch lustig. Drücke wiederholt. Ja, Quadrat. Verwende es zum Springen L1 oder R1. Laufen. Drücke je nach Schwierigkeit wiederholt die entsprechenden Tasten.
Drücke am Ende im Sprungbereich des Piers L1 oder R1. Ditchen. Oh Gott, das merke ich mir doch nie. Drücke während des Springs die angezeigten Tasten, bevor du das Wasser erreichst. Je näher du der Wasseroberfläche bist, wenn du die Tasten drückst, desto weiter kommst du. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Was muss ich machen? Ich muss laufen, ja? Lauf, 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 lauf. Das ist so niedlich. Go, Bienfu, wir schaffen das. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Habe ich jetzt nicht verstanden? Hä? What? Bienfu gewandt, Laffy said. Oh nein. Oh nein, please, nicht wieder so ein hässliches Outfit. Achso, ja, Mode, sorry. Habe ich jetzt echt nicht verstanden? Also, ich weiß, ich muss laufen. Also, ich muss laufen. Leicht. Ja, drücke wiederholt, hä? Verwende es zum Springen L1 oder R1. Das habe ich auch gemacht. Aber danach konnte ich nichts mehr machen. Da ist er einfach nur gesprungen. Das war jetzt ja gar nichts. Huh. Aber ich kann nicht schneller drücken. Ich bin ein Noob. Lauf! Info! Hä? Lauf! Ja, go! Und jetzt? Oh, falsche Taste, verdammt! Wir sind schon mal 8. Okay, los. Ich drück jetzt. Ich rage jetzt. Lauf! Dann kriegst du Bubis zu sehen, Bienfu. Lauf für die Bubs! Für die Bubs, Bienfu! Go! Zweite! Yay! Es ist doch jeweils... Also, man muss warten, ne? Also, kurz bevor man aufkommt und dann erst drückt, kriegt man mehr Punkte, als wenn man gleich drückt, oder? Komm! Wir sind gut! Wir kriegen noch den ersten Platz! Go! Denk an die Boobs! Bienfu, an die Boobs! An die Boobs, Bienfu! Komm, ganz knapp! Ja! Und los! Die Boobs! Und die Boobs! 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 Nice, Entschuldigung. Ja! Die Boobs haben uns zum Sieg verleitet. Es ist ein neuer Rekord im Schwierigkeitsgrad leicht. Ich nehme dies jetzt in Ordnung. Bienfu, Draculu. Lass uns nochmal machen. Ja, nee, gerade nicht. Aber was kann ich denn tauschen bei dir? Immer noch ziemlich die gleichen Sachen, ne? Vor allem diese Dinger interessieren mich halt einfach überhaupt nicht. So. Was ist denn das hier? Ach ja. Was lernen wir daraus? Die Hoffnung auf Boobs machen alles. Macht alles möglich. Liebe Leute. Ach ja. Hallo Leute. Das Meer geht seit 10 Jahren immer weiter zurück und die Strömungen haben nicht mehr den gleichen Zug. Es ist beinahe so, als schwänden die Kräfte der Natur. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Meinst du, es könnte Amenachs Fluch sein? Wer weiß. Oh, kann ich mir die Karten... Ach du Scheiße, siehst du hässlich aus. Die jüngste Tochter der Charakterkartenfamilie Prinzessin-Karten mag ich am liebsten. Lass uns zusammen spielen. Hm. Warum habt ihr alle diese hässlichen Sachen, Mann? Da bin ich ja mittlerweile Eisen. Achso, okay. Bin ich mittlerweile ja ganz gut. Ditch, ditch, ditch.
Auch wenn ich immer nie Pärchen richtig bekomme. Warum sind die Mörder besser als ich? Seven, meins. Meins. Nein. Tales of Symphonia, du bist ein Arsch. Aber ich habe nichts. Netter Partner. Oh. Ich glaube, ich schieße ihn aber ab, weil er hat sonst nachher mehr als ich. 25 sind ja schon mal ganz gut. Einfach mal so. So, habe ich anfangen? Nein, er. Natürlich. Klar. Ja, müsste eigentlich auch Kombo geben. Aber wie gesagt, die Kombos verstehe ich immer noch nicht so ganz. Wer mit was eine Kombo macht und wann und wie und warum. Aber wir haben schon ziemlich viele Symphonia-Karten, aber die anderen beiden hat, sie, glaube ich. Sicht. Du dumme Kuh. Es wäre neu. Okay. Ja, wie gesagt, manchmal glaube ich, das ist einfach nur wirklich Glücksspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Hm. Wie man halt die Karten gerade gezogen bekommt, ne? Auf alle zu nehmen, du Sack. Ach, ich hab wieder nix. Nix habe ich, nix. Klar, und er kriegt, sie kriegt wieder alles. Hm. Oh, du Arzt, nein, lass es aus, nein. Nein. Elise oder Leia, ich weiß es nicht. Ob das überhaupt einen Unterschied macht oder gar nicht. Tales of the Abyss, yay. Und Prinzessin, yay! 10 Punkte, dann halte ich 20. Also reicht ja eigentlich zum Gewinnen, ne? Ja, ich mag das Spiel auch, aber ganz durchsteigen tue ich nicht. Ich weiß, ne, man muss immer... Also was man alles sammeln muss, natürlich weiß ich, aber warum man manchmal Pünktchen bekommt und manchmal nicht für die gleiche Kombo, das ist mir noch nicht ganz klar. Oh, du hast mir meine... Ach nee, okay, das, ich war noch, okay. Ich mache nochmal weiter. Klar, du kriegst immer irgendwas. Immer. Die 35 sind eigentlich schon ganz gut zum Vorlegen. Finde ich. Ne? Hm. Hier. Es ist manchmal echt strange. Ohne Fortsetzen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal die gleiche Kombo hatten, aber... Euer Verbündeter. Wie gesagt, warum es manchmal geht und manchmal nicht, weiß ich nicht. Komm, ich krieg da sicher noch ein bisschen mehr hier raus. 32 habe ich mittlerweile. Ich schaff das, ich bin cool.
Lass mich jetzt nicht verlieren. Was? Aber ich hatte doch viel mehr Punkte als die Biatch. Also insgesamt Punkte. Also, ihr seid doch alle doof. Ihr seid alle doof. Da schon mal vier von. Mist, nix. Und vor allem, die hat immer Glück. Immer. Egal was ist, die hat immer Glück. Ja, fuck you. Bevor die mir wieder hier meine Dings klaut, sehe ich nicht ein. Das war echt toll. Ja, ja. Ach, schon das tolle, böse Stück. was? Hier komme ich gar nicht lang. Aber wir haben immer noch nicht Grimoire gefunden, weshalb wir eigentlich hier sind, ne? Okay, da komme ich noch gar nicht lang. Dann gehen wir mal wieder nach oben, ne? Zum Strand von Maglea geht es durch dieses Tor. Früher war es eher ein Paradies für Penguins und Besucher gleichermaßen. Heute ist es nur noch ein Ort, an den Dämonen Besuchern auflauern, um sie ins Paradies zu schicken. Wenn ihr wirklich weiter wollt, passt gut auf euch auf. Ja, geht ja nicht. Weil, ne? Habt ihr schon die Sache von Haria gehört? Es gibt dort einen wirklich bösen Dämon. Mit dem wären nicht einmal die Exorzisten fertig. Haben sie nicht die Anordnung der Abtei ignoriert und weiter ihre alten Götter verehrt? Klingt so, als hätten sie das nur bekommen, was sie verdient haben. Ihr seid ja alle nett. Da oben ist noch was. Da gehe ich nochmal kurz hin. Ich weiß, ich muss nach da unten und so, ne? Aber... natürlich habe ich keinen Platz. Ah, hallo. The people of Southgand originally worshipped Ominuch, the Empyrean of Water. The lives of the people of the Southern Isles are inherently tied to the sea. Whether it was gratitude for a good catch or an appeal for protection, everyone offered their prayers to Ominuch. But the Abbey worships Innominaut, don't they? Do the people still keep their faith? Most of the people obey the will of the Abbey. But one small village deep in Southgand is a special case. The village is called Haria, and even now they keep their faith in Ominuch. They've even quarreled with the Abbey. I'm grateful that they fight off the demons. I really am. But do they have to dictate which gods we worship too? They think they do. It's their truth. Then again, they can't control what's in your heart, can they? Eben. Aber man weiß ja nie, was, ja, super, was passiert, wenn die Abtei das rausfindet, ne? Leider. Innominaut und Ominuch schenken eventuell ihren Segen. Ich möchte zu beiden beten und ihnen danken, aber er macht das doch. Obwohl, Innominaut traue ich nicht mehr. Er ist Theresa, seine Prätorin der Exorzisten hier aus Hellabas. Ihre Versetzung war als Strafe gedacht, aber sie hat in der Stadt mit fester und geschickter Hand für Ordnung gesorgt. Ihr Abschied tut sehr weh. Aber sie hat First Oscar als Nachfolger empfohlen. Also besteht für uns vermutlich kein Grund zur Sorge. Oh, Oscar. Ja, der sexy Typi. Komme ich da eigentlich hin hier? Irgendwo ist hier doch noch eine Kiste, angeblich. Na gut, dann schauen wir mal. Na, hier können wir uns auch kurz ausruhen. Hallo, Leute. Suchtpengions haben verglichen mit Wildpengions einen milden Geschmack. Oh, Wildpengions haben eine Menge Kerzen trauen bis ins Magen. Warum isst man nicht? Die sind nütlich. Man isst keine nütlichen Sachen. Judins Stimme. Oh, hallo. Wir haben tolle Zimmer, in dem ihr euch ausruhen könnt. Boah, ja, machen wir mal. Judin war doch auch ein Wassergeist, ne? Aus Symphonia.
Unter anderem. Gleich. Kommt nur näher, ich habe vieles aus der Region anzubieten. Yo. Gummis. Ich. Entschuldigung. Hab ich noch. Da kam es mir einfach hochgehickert. Ja, aber viele Sachen sind gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. Da geht die Magie wieder extrem runter. Für Eisen eventuell eine. Obwohl, das ist auch gut für Eisen. Ach ja. Ist es so blöd, immer rauszufinden, was das Beste ist. Magie auch so extrem runter, halt gleich. Sarink. Ich will halt die Magie nicht so, obwohl, naja, wenn ich plus. Na, die sind aber auch nur plus zwei, ne? Bei ihr ist ja Magie recht nicht, also nicht so wichtig wie jetzt bei den anderen, ne? Sagen wir es mal so. Magie abwehren, ne? So, dann zerlegen wir mal wieder. Guckt wieder weg, wenn es euch nicht gefällt. Dass ich wieder alles wegschmeißt, bitte. Guckt es euch gar nicht an. Ach, den Beutel hat man ja auch noch, seht ihr? Für ihn. Ja, Magie, wie gesagt, normal angreifen tut er ja eh nicht. Und wie gesagt, natürlich könnte ich auch verkaufen, aber es bringt doch eh kaum Knete. Ich habe hier so viele Sachen, die ich verkaufen könnte, wenn ich noch Geld jetzt brauche, wie ihr sehen könnt. Aber an sich, ich habe ja ganz gut Geld. Ne? Deswegen zerlege ich lieber, damit ich Gegenstände bekomme, damit ich weiter aufbessern kann. Weil aufwerten ist nämlich wichtig. Plus 10 Schaden. Ja, du kannst dann auch gleich mal auf plus 3. Ja, wie ist plus 2. Und dann haben wir Morphiset. Leechschleife. Können wir gleich auf plus 3 machen, das ist gut. Dann erstmal verringert Taumeldauer bei die. Nur einmal, schade. Alles super. Neuer Titel, Menüexpertin, Edelwarenhändler. Schön. What? Ich weiß, ich muss dahin. Ich weiß, aber. Oh, Paradies. Hallo. Oh mein Gott, seid ihr niedlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, seid ihr niedlich. Die bitte mitnehmen? Wo wir die quieken?
Oh, wie niedlich. Entschuldigung. So niedlich. Ja, mir geht's gut. Alles super. Und du? Hey, this doll, it looks like Bienvu. Ah, a keen eye you have, young man. That is a doll of the Empyrean Ominoch. That's... Was? Empyrean Ominoch? Yep, no doubt about it. I've seen her with my own eyes. Real dignified, but not without a bit of a temper. You saw her? Why was she angry? Norman, well, no? The Abbey's banned any profession of the Ominochian faith in Southgand, despite her popularity. Gotta assume that's what got her all bent out of shape. I tried talking to her, but no matter what I said, she was just like, oh. Wait, that sounds like that low energy goddess you saw. The doll you've got here looks like her? Yeah, more or less. Ha! Fortune smiles upon thee, weary adventurers. That listless goddess is none other than Grim. Grimoire isn't human? When did I ever say she was? So, shopkeep, where'd you see her? I think it was down by McClear Beach. Pensively watching the tide come in? That's her, all right. Quickly, to the beach! yeah. Why didn't you mention Grimoire as a Moloch before now? You can't be too careful with that information. Spies listening everywhere! Aber ist sie dann nur Norman? Also, ja, Norman Moloch? Oder ist sie wirklich Amanok? Gute Frage, ne? Ich habe die große Amanok am Stand von Makler gesehen. Sie sah genauso aus wie die Figur. Weil sie aber noch seht, sagt ihr einfach, dass ich ein großer Verehrer bin, ja? Aber... ein Norman. Ich liebe Normans. Normans sind toll. Dann geht's hier lang, ne? Da ist ja noch was. Ein roter Seilball. Niedlich. Darf ich euch bitte alle mitnehmen? Bitte, bitte. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt hier lang, ja? Komme ich hier denn jetzt auch lang? Ja, Tatsache. Nee. Das ist mein Telefon. Beautiful waters. So this is Mockler Beach. I hope she's actually here. Sorry. Speichern wir mal. Ja. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht so laut gehört, das Klingeln. Stellt euch einfach vor, das ist Teil des Spiels. Eigentlich stecke ich es immer aus, aber manchmal vergesse ich es halt einfach. So, dann schauen wir mal, ob wir sie hier finden. Oh, hallo. Everyone ready to play? Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wir sind alle einfach voll in Bikinis und so, wisst ihr? Voll in Bikinis. Stop fooling around. Aber egal. Wir machen ja gerade auch Urlaub, ne? Wir dürfen ein bisschen hübsch aussehen. Bikinis und wir bringen die alle um natürlich. Den Dreckfotos. Easy peasy. Ich finde in Tales of Berseria oder allgemein Tales of kommt man leicht wieder rein, auch wenn man länger nicht. Es sieht so einfach so hübsch aus, verdammt, die Map. Auch wenn man länger nicht gespielt hat. Wollen wir einfach hier bleiben und Party machen, Leute? Fände ich echt cool. Looks like you wanna die. Armored Cursor! Deception! No escape! Let's go! Let's go! I'm dead! Deception! Deception! No escape! No escape! Blade to win! I like that! Finish! No escape! You're right over! This is the Reaper power! We're finished here. Let's go. Yep, machen wir ja schon.
das ist einfach so hübsch gemacht. Ja, dann kommt noch her, dann kann ich euch beide gleich auf einmal killen. Nicht wegrennen! See this? Victory is ours. Oh, eine Schleife bekommen. Wer kriegt denn Lukas die Schleifen eigentlich, ne? Ja, lass ich mal drin. Kann ich ja mal auf das 3 versuchen. Hallo! Und das Eisenkraut. Verteidigung um 3. Eisenhardt hat immer noch so wenig Verteidigung, finde ich. Don't get careless. Da brauche ich halt mal. Weil ansonsten ist er nämlich echt gut im Kampf, finde ich. You really do have a peculiar air about you. Fluidbeutel, aber haben wir doch schon einen, ne? Hi, Tibi. Guess it's time to fight. Und die Namen aber auch einfach. Das ist super, das ist dreckig. Come on, really? Yes, surely. This grimoire who we're searching for is a Moloch like Bienfu, right? Yeah. To be honest, I don't see how someone so different can be a Moloch just the same as Lafayette or Aizen. I understand your doubts. It's quite the tangly mess. I'll tell you anything! In that case, I've been wondering, what's underneath your hat? Oh, no! Anything but that! So, we've hit a wall already. But that ribbon flaps around and gets in the way, right? Could I take it off for you? No! No! That's not possible! You mustn't remove the ribbon! But it's okay, why not? That's another thing I can't say! It's all cans with you. All right, is there anything you can tell me? I could talk about what type of Malakim we are, or our position in the world of Malakim, or our abilities. Oh, I'd like to know all that. Then I will tell you. Listen closely. We Norman are a well-established race of Malakim. Compared to other Malakim, we aren't as adept at manipulating natural forces, but we excel at drawing out and heightening the abilities of others. Think of them as a convenient power-up. They're also known as common spirits. Don't even say that! We Norman hate being called that. Why is it so painful for you? Because it makes people think we're average and unremarkable. That's why we work so hard to show how we're all different. No, is that does explain your quirky speaking mannerisms. Don't sweat it. That's a perfectly common thing to worry about. Don't Dame. Say that. Ach, ich mag aber Bienfu und Normans hier an sich eh. Die sind doch voll niedlich und sie helfen uns. Also, lass sie in Ruhe, die Schüchen. Komm mal meine Brust. I'll finish this quick. I'll catch Eleanor's throat. You're wide open. That's all. No escape. Let's go. You're wide open. Eat it. Ready to die? Oh, think you can dodge? Just try. Perfect mayhem. Who wants some next? Pummel. Paint the town.
danke schön. Oh, hier kommen wir hoch. Wir kommen auch. Naja, gibt's so ein paar Items mal wieder, das übliche, ne? Rollenschweig. Ups. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Okay. Why not? Nicht, dass es nachher der richtige Weg ist. So, ups. Da ist eine Katze da unten. Gefähr. Und jetzt einmal runterspringen. Dann ist die Frage, wie ich da hinkomme. Der Mietz. Also Katz. Mietze Katz. Ups. Muss ich ja irgendwie hier lang kommen. So, Arteangriff. Ich glaube, ich mache Magilu einfach mal ein bisschen stärker. Geht doch auf der anderen Seite, aber. Wartet mal. Bin ich da dann gerade vorbeigelatscht? Tatsache. Oh, ich habe immer noch nicht genug Katz. Geister. Voll doof. Naja, vielleicht auf dem Rückweg dann, wenn wir hier noch ein paar eingesammelt haben. Was ist da? Die süßen. What are those penguins doing? Probably keeping their eggs warm. Most likely. They look like a mama and a papa. Penguins are monogamous, faithful creatures. They never leave their mate. Isn't that romantic? So they lay eggs because they're like husband and wife. So sweet. But how do they make the eggs? So, Luffy said, here's an interesting fact. A single penguin egg actually contains dozens of smaller orange eggs. Oh, so their eggs must be small and crunchy. Yep. They have the texture of caviar and the rich flavor of sea urchins. Interesting. So they're more like fish than birds. So you've eaten them. How cruel. Yeah, echt. Look how much they care about their young. While it may be a bit cruel, they taste amazing. They're considered a delicacy in some circles. Top a bowl of rice with these crunchy eggs and some rich penguin thigh meat, and you get a dish called family fricassee. That's a horrific name. I wasn't the one who named it, okay? Those eggs look tasty, but I think I'll pass. Ist das fies, erstmal die ganze Familie fressen. Oh, das geht doch nicht. Ganz klar. So, bitte, nicht. Kommt doch raus. Komm, Familienfrikassee. Eleanor. Mörder. Was ist das denn? Eine Muschel oder so einfach. Wie süß. Jetzt überlegt euch nochmal zweimal, ob ihr Eleanor wirklich mögt. Nachdem sie die arme Vogelfamilie futtert. Oh, jetzt kommt wieder die Riesenschoki. Naja, eher Schoki. Level up. So, hoffen wir mal, dass wir die hier finden. Ah, das sieht schon mal gut aus hier. Don't get overcome. Here, is that all you got? Turn dragon! Take that! The power! Now! Let's go! No, it's
visier doch nicht immer den an, der 10 Meter weg ist. Ich helfe dir mal Eisen, ne? I'll cut down anyone in my way. Oh, da ist ein Code Red. Oh, und da ist noch ein böser Dämon wahrscheinlich, der ja, den die Abtei erwähnt hat. Grimoire? Oh. Ja, zum Thema ältere Lady. Hallo, hast du Hunger? Aber ich schmecke nicht. Ich hab doch jetzt gar nichts genommen, du Sack. Und ich hab auch gar nichts. Ugh. Ugh. Und eigentlich könnt ihr aber auch gut. A dragon? No, just a big lizard demon. Is it friends with Dial? Now, rise, arise, ascending angel! Oh, ich krieg grad schon wieder nichts hin. No mercy! Mach dich selbst heimlich. Wo rennst du denn hin? Warum? Hallo? Irgendwie hört Merle gerade nicht auf mich. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum ist sie denn jetzt auf automatisch? Ich habe nichts gemacht. Wechsel in Steuermodus. L1. Dann sag es doch. Okay. Dann ist direkt tief durch. I thought we were done for. Ah, dachte ich gerade auch. Irdisches Glacid gewährt auf Normalschwierigkeit oder höher eine zufällige Fertigkeit, die einen Vorteil gegen Amorphe, Abhole, Bestien und Krusten oder Geflügel. Gegner verschafft. Das ist Norman, ey. Was ist mit der los? So, she's the same sort of Mog as Bianfu? You're Grimoire, right? We've been looking for you. We need your help. Hat Magilu schon gut gemacht? Who are you? I'm Velvet. I know your witch friend. Oh. Wo ist sie überhaupt gerade hin? Grim, ach da. So wonderful to see you. It's been forever! Ah, you two. Still as outlandish a pair as ever, I see. How exactly do you know her? Witch training? She was an upperclassman. And? Okay. We found this fascinating ancient tome, and we were hoping you could read it for us. Goodness, Magilu. You, of all people, joining a team? I didn't know you had it in you. They keep me entertained. Well, I don't need entertainment. Bien! Come on, Grim! Isn't there any way you can help us? It's not the kind of thing I do. Oh, what a shame. Things happen.
Well, we tried, didn't we? Na toll. Maybe some incentivizing. Do it. I'm serious. I bet you are. She doesn't give your a fuck. Your eyes tell me you're dangerous. Trouble follows you like a hawk tails a rabbit. And at my age, trouble is something I'd rather avoid. How old are you? Ask me again and you'll get a firework in the tush. Sag mal, das Buch auf ihrem Rücken, ist das nicht das, was Sorry auch immer bei sich hatte? A walk on the beach is never wasted, but sorry. Well, how did you learn to read the ancient tongue? Are there books for studying it or something? My, my. Are you actually thinking of learning it on your own? Well, I love reading, and I want to learn more about history. Besides, we need what's in this book. Go, Luffy. You have passion, child. I'll give you that. Not to mention you want to be helpful to Velvet, don't you, kid? Yeah. Ja, das My Buch tuition sieht so isn't aus, wie das cheap, von you know. You will teach me? No, I won't. But I admire your dedication enough to read it for you. Now where's this book? Here it is, ma'am. You needn't be so formal. Oh, yes, ma'am. Wie niedlich. Not ma'am. Right. Let's see what we're looking at here. The language of ancient Avarost. Had to be the hard one, of course. A lot of wear and tear, too. This'll take some time. We're in a hurry. That may well be, but this isn't the place for study. Let's move to someplace more comfortable. Es ist doch hübsch hier. Mitten am Strand, was könnte man sonst wollen? You've redeemed yourself, young man. There's a village called Haria just a little ways away. That works. Thank you. Fine. Haria Village. Whatever gets the job done. Na, Expedition ist zurück. Haria. Isn't that the village with that demon that Oscar and Teresa were talking about? I think it might be. Ich dachte, das wäre der Dämon, der hier war, vielleicht, aber. Weil das war ja auch ein Dämon, aber. Oh, nicht! Falscher Dämon, ups! I apologize if I'm being rude, but I have to ask. You're not Ominoch the Empyrean, are you? Of course I'm not. What would even make you ask such a thing? Das Bild! A shop in Isolt was selling Ominoch figurines that looked just like you. Oh, that. I distinctly remember whispering to the shopkeeper in his sleep, telling him not to sell those things. He's cool. You showing up in his dreams probably only convinced him you were the real deal. You should sue for his use of your likeness and get proper compensation from that shopkeeper. Forget it. It's no concern. Yeah, you're right. It's not like they'd ever sell anyway. Oh, you think a figurine of mine wouldn't sell? You've got this whole somber ennui thing going on. Aber ich bin A figurine süß. Needs to be cute, like me. Then how about I turn you into a product? Me? Really? Oh yes. I'll have you stuffed and mounted. But since it'd be a unique piece, I'd have to price it a bit higher. Mounted? No, no, count me out! Oh, Dame. You're no Immer fun. Auf bien fouet. Eh? Now, what was it we were talking about? Whether or not you are the Empyrean Ominoch. Ah, yes, that's right. I'm no Empyrean. I'm just a simple girl. It would be hard for anyone to worship an Empyrean like me, right? That's true. Oh, I mean, it
just seems like you're the type who can see through anything, so perhaps an Empyrean seems less intimidating from a certain point of view. Mm-hmm. You're saying I'm scarier than an Empyrean? Not scarier, exactly. Just more of a savvy sort of woman. That's not a bad answer, but it won't get you out of the doghouse. Die ist gefährlich, die Frau. Die ist gefährlich, Leute. Oh, mein Schiff ist auch wieder da, schön. Scout Ships. Oh Gott. So, was macht mein Kochen eigentlich mittlerweile? Ein Echsenschwanzsteak. Schnell KP wieder her. Können wir auch mal nehmen. Level 3. Oh, du bist. Ja, nimm mal. Weil sie fast schon Level up ist. So, wie komme ich denn ja jetzt hin? Das ist ja auch die Frage, ne? Oh Gott, Entschuldigung. Oh, oh. Ja, ich benutze ja auch Krummgummis. Oh mein Gott. Please, stop. Jetzt nicht noch einen Schluck auf. Hallo. Jawohl. Wir Menschen mal. Den Codrett würde ich gerne noch mitnehmen. Wenn ich jetzt nicht in mein eigenes Grab renne. Ist der das Codrett? Du? Echt? Du bist aber niedlich. Genau, mit der Riesenschoki dagegen angehen. Komm schon, du bist doch recht tot. Danke. I thought we were done for. Das sieht es bewahrer aus. Mehr doch schwerer Schwierigkeit, oder? Naja, schwer für mich eh nicht. Dankeschön. Aber es gab zumindest ein paar XPs extra. So. Mal wieder nichts für mich. So, dann gehen wir noch schnell zu der Stadt, würde ich meinen. Bevor wir dann den Part beenden. Habe ich schon gesagt, dass ich eigentlich kürzere Parts machen muss? Ja, ne, habe ich. Habt ja wunderbar. Weil immer irgendwas dazwischen kommt. Damn it. Naja, aber wie gesagt, es kam ja ein paar Tage nichts. Dann gleicht sich das wieder aus. Aber ich muss halt wirklich achten, weil ich krieg die sonst sicherlich nicht gerendert. Mit, ne, wenn... That's Haria Village. To the inn, one and all. Weil es ja dann einfach sonst so viele Projekte werden, ne? Alle auf einmal. Muss ich auch irgendwie alle rendern und uploaden. So, Fokus. Ja, du hast so wenig Fokus, Magilu. Jetzt hier rein. Oh, Tatsache. Hier ist ein Versteck. Einfach so. Na gut, warum nicht, ne? Grell pinke Shirt.
Hast du schon. Aber Angriff, Verteidigung extrem weit runter, ne? Lass ich erstmal drin und schau mal, wie es auf plus 3 ist. Gut, ich habe gedacht, hier passiert noch was, weil ein Sternchen ist, aber wohl nicht. Das heißt, wir machen hier einen kurzen Schnitt rein und sehen uns im nächsten Part von Tales of Berseria wieder. Und dann schauen wir mal, ob Grimoire uns das Buch schön übersetzen kann, ne? Und wie es in der Stadt aussieht mit den Dämonen und so. Habe ich ja ein bisschen Angst, ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao!